Hola, Chicas und Chicos und alles dazwischen auch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal meine Neuzugänge, wovon wirklich das meiste aus dem August ist und zwei jetzt aus dem September schon. Ich dachte, ich packe das einfach mal zusammen, da ich nicht vorhabe, im September wirklich viele Bücher zu kaufen. Toi, toi, toi. Ich habe mir Bücher so gekauft, ich habe zum ersten Mal Rezensionsexemplare dazwischen und bei Rebuy habe ich ja ein bisschen was bestellt und bei dem Booktuber-Treffen ist auch einiges in meine Tüte gewandert. Also seid auf jeden Fall gespannt, es gibt ein paar Bücher. Starten wir erstmal mit diesem Buch, was ich mir selber geholt habe, weil ich diese Reihe unbedingt fortsetzen möchte. Und zwar Black Blade von Jennifer Estep, der zweite Teil, Das dunkle Herz der Magie. Ich fand den ersten Band richtig cool und deswegen möchte ich auch unbedingt den zweiten lesen. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen von Clara Römer, Der Wahnsinn, den man Liebe nennt. Habe ich schon gelesen, könnt ihr in meinem Lesemonat sehen, könnt ihr auch in einer Rezension sehen. Ich verlinke euch alles wie immer in der Infobox. Da steht alles, was ihr wissen müsst. War leider nicht so meins, aber schade. Habe ich auf jeden Fall auch bekommen. Dann war ich ja in Bielefeld auf meinem ersten Booktuber-Treffen und ich bin tatsächlich mit 5 Büchern wieder da rausgekommen. Verdammt, war eigentlich nicht geplant. Wir waren in einem Mängelexemplarladen, den ich richtig süß und schnuckelig fand und da bin ich dann auch mit 2 Büchern wieder rausgegangen, obwohl ich dachte, ich finde eigentlich erst gar nichts. Zum einen habe ich hier von Ransom Riggs Die Insel der besonderen Kinder, gab es für 5 Euro reduziert und ich dachte mir, ich nehme es einfach mal mit, weil es ein wenig creepy erschien und ich auf Amazon letztens nur die Filmausgabe irgendwie gesehen habe, weil da ja auch ein Film zu rauskommen soll, aber ich wollte das so haben. Also habe ich das mitgenommen. Und dieses Buch habe ich auch nur mitgenommen, weil jemand es gefunden hat und geschrien hat, braucht noch wer Magisterium? Ich. Ja, deswegen habe ich jetzt von Holly Black und Cassandra Clare Magisterium, der erste Band. Und ich finde das Buch einfach so wunderschön und ich bin gespannt, ob es mir gefällt, damit ich auch die nächsten Bände holen kann. Wir waren aber zuerst noch bei Thalia und da bin ich als erstes auch auf diesen Mängelexemplar-Aussortierstapel gelandet und da habe ich mir von Emma Hart Love Games Das Spiel geht weiter geholt. Das ist der zweite Band von dieser Love Games-Reihe. Den ersten habe ich mir bei Avell mal bestellt. Habe ich zwar noch nicht gelesen, aber das hat nur irgendwie 2 Euro gekostet oder so. Da habe ich gesagt, wäre ich ja dumm, wenn ich es einfach liegen lasse. Kann ich dann direkt weiterlesen. Ebenfalls der zweite Band ist von Deborah Harkness, Wo die Nacht beginnt. Ich habe ja schon Die Seelen der Nacht gelesen und fand das Buch richtig gut. Einziges Manko, es ist so ein bisschen klein geschrieben. Das haben wir dann beim Thalia auch nochmal besprochen, dass das sehr anstrengend sein kann auf Dauer, aber ich fand die Geschichte halt ziemlich cool und möchte das unbedingt weiterlesen. Und an diesem Buch kam ich wirklich nicht vorbei. Wieso ist immer eine Fliege hier, wenn ich ein Video drehe? Okay. Die Rote Königin von Victoria Aveyard. Ich wollte mir eigentlich erst Plötzlich Fee holen. Das war das erste Buch, was ich in der Hand hielt. Dann habe ich das Buch gesehen und gedacht, verdammt, das wolltest du doch auch haben. Das haben so viele jetzt schon gelesen und gehypt. Und dann wurde ich freundlich dazu genötigt, dieses Buch auch zu holen, weil alle um mich herum gesagt haben, nimm das, nimm das. Die Rote Königin. Muss ich unbedingt demnächst mal lesen, aber zuerst kommen leider noch ein paar andere Bücher, die ich lesen muss. Unter anderem die beiden hier. Das sind jetzt meine Rezensionsexemplare, die ich jetzt im September bekommen habe. Einmal von Sylvia Day verzaubert. Ich habe ja von Sylvia Day schon mal Crossfire angefangen zu lesen. Und fand das eigentlich besser als Shades of Grey. Und Verzaubert geht halt auch so ein bisschen in die Richtung. Das ist irgendwie, ja, hier steht auch nicht wirklich viel drauf, außer ein verboten attraktiver Magier, eine betörend schöne Gestaltwandlerin, ein sinnliches Abenteuer voll dunkler Vergnügungen. Ist ein bisschen klein, also ist ein kleines Büchlein und ich denke mal, es wird ungefähr so ablaufen wie Crossfire von der Art und deswegen versuche ich mich einfach mal da dran. Und dann habe ich dieses Buch bekommen von Kathy Bramley, Wie Himbeeren im Sommer. Beides übrigens aus dem Heine Verlag. Hier geht es um Freya, die eine Kellnerin ist und sie liebt ihren Job und alles ist toll, bis irgendwie ihr Onkel einen Nervenzusammenbruch erlitt und sie deswegen auf die abgelegene Farm von ihm fährt, um ihm ein bisschen zu helfen.
Und da passieren natürlich dann auch wieder irgendwelche schicken Sachen. Fand ich halt auch ziemlich interessant, wollte ich gerne mal lesen. Das einzig Doof ist dieses Buch, das ist so gerillt. Das, ich weiß gar nicht, das. Oh. Es gibt ja Leute, die können zum Beispiel so Wattebäuschen gar nicht anfassen oder Holz, da kriegen die so ein Ich habe auf jeden Fall bei dem Buch ein Problem. Ich muss immer aufpassen, wie ich das anfasse. Das ist so ein bisschen, weil es halt so wirklich geriffelt ist. Aber okay, ich bin sehr gespannt, wie das Buch sein wird. Dann hatte ich ja eigentlich nur noch mal eine Rebuy-Bestellung. Wenn ihr genauere, detaillierte Infos haben wollt, schaut auf jeden Fall mal bei meiner Rebuy-Bestellung vorbei, bei dem Video dazu. Denn jetzt werde ich die Bücher einfach nur mal kurz hochhalten nochmal. Und zwar von Hilary Duff habe ich mir ja Elixier geholt. Von Manuela Inuzzi, Jane Austen bleibt zum Frühstück. Von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, da bin ich immer noch mega drauf gespannt. Das muss ich echt irgendwann mal lesen. Und von Jamie Maguire, Beautiful Disaster. Dann waren noch Zeitsplitter von Christine Terrill in meiner Bestellung. Und das erste Buch zur Reihe Silber von Kerstin Gier. Und mein kleiner Fehlkauf von Ellie Condy, die Flucht, die Cassia and Kai-Reihe. Weil es ja ein Hardcover ist und ich wollte eigentlich kein Hardcover. Ja, das waren jetzt alle Bücher, die ich jetzt in diesem August, Anfang September bekommen oder geholt habe. Ihr seht, es ist ein bisschen ausgeartet. So viel schaffe ich gar nicht zu lesen, wie ich mir wieder neu hole. Was bedeutet, ich habe leider für den September eine Buchsperre. Aber ich will so viele tolle Bücher kaufen und hier auf BookTube, da kommen immer so viele tolle neue Bücher. Und ich habe Angst, wenn ich hier jetzt ein Band anfange oder ein Band, wenn ich eine Reihe anfange oder eine Reihe weiterführe, dass ich dann auf jeden Fall den Folgeband haben will. Also ich glaube, das ist das Einzige, wo ich mir das offen lasse, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, die Rote Königin zu Ende gelesen habe und ich möchte jetzt unbedingt Gläsernes Schwert lesen, da würde ich vielleicht ein Auge zudrücken. Dass ich nur Folgebände hole, um die Geschichte weiter zu verfolgen. Aber ich kaufe mir ansonsten keine Bücher. Hoffen wir, dass es klappt. Ansonsten seht ihr Ende September irgendwann wieder ein Video. Aber ich will es nicht hoffen. Drückt mir die Daumen. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei diesem Video. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ciao!